Liebe Österreich-Winkeler Bürgerinnen und Bürger, nun schreiben wir heute schon den zweiten Advent. Und ich möchte dies wieder als Gelegenheit nehmen, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und auch dieses Mal wieder einer Gruppe unter Ihnen meinen ganz besonderen Dank aussprechen. An meiner Seite sehen Sie auch heute wieder den Stadtverordnetenvorsteher Roland Laube, der Sie auch gleich wieder mit ein paar Worten beglücken wird. Ich bedanke mich heute herzlich bei allen, die trotz bzw. mit Corona-Pandemie das ganze Jahr über im medizinischen Bereich gearbeitet und sich um die Gesundheit und das Wohlergehen der anderen gekümmert haben. Allen Krankenschwestern und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, Praxishelferinnen und Helfern und auch allen, die im Rettungsdienst zu Notfällen geeilt sind. Vor allem auch den Pflegekräften, nicht nur in unserer Sozialstation. Ohne Risiken für die eigene Gesundheit, und das muss mal gesagt werden, waren die genannten Arbeitsbereiche in diesem Jahr alle nicht. Niemand konnte wissen, ob ein Patient nur dasjenige Leiden hat, wegen dem er zum Arzt ging oder den Rettungswagen rief, oder ob er eventuell zudem Verbreiter von Corona war. Sie alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, sind somit seit Anfang des Jahres jeden Tag immer wieder große Risiken für ihre eigene Gesundheit eingegangen und das, um anderen Menschen zu helfen. Das ist eine großartige Leistung, für die ich mich im Namen aller Österreich-Winkeler bedanken möchte. Sie alle machen Österreich-Winkel zu einer Stadt, in der man gut leben kann, in der man sich medizinischer Versorgung auf hohem Niveau zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher sein kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit und hängt in erster Linie von der Hilfsbereitschaft der Menschen ab, die im medizinischen Bereich arbeiten. Vielen Dank an Sie alle. Und natürlich habe ich wieder ein Gedicht, passend zum Advent, mitgebracht. Dieses Mal ist der Autor oder die Autorin leider unbekannt. Mir hat es trotzdem sehr gut gefallen und ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Wie Wunder ist's geschehen in kalter Winterluft, allüberall ein Wehen von würzgem Tannenduft, allüberall ein Rauschen von leichtem Flittergold, ein Harren und ein Lauschen, ein Sehnen wunderhold. Die Weihnachtsboten eilen, beflügelt durch das Land, um Segen auszuteilen und Gaben allerhand. In diesem Sinne bitte ich Sie, sich auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen Kontakt nur mit Einschränkungen wie Maske tragen und Abstand halten möglich ist, kümmern Sie sich um Ihre Nächsten und geben Sie ihnen ein Zeichen der Hoffnung, dass der Tag kommt, an dem alles wieder gut wird. Dazu bedarf es nicht, wie im Gedicht, der geflügelten Weihnachtsboten. Das kann jeder. Leider gibt es pandemiebedingt in diesem Winter noch mehr einsame Menschen unter uns als normalerweise. Alleine zu leben bedeutet derzeit häufig und häufiger als sonst, einsam zu sein. Weil die meisten Orte, an die man sonst ganz selbstverständlich gehen kann, um mit anderen Kontakt zu pflegen, derzeit geschlossen sind. Und jeder Besucher im eigenen Zuhause nicht nur eine Freude, sondern auch ein Ansteckungsrisiko darstellt. Deshalb, wenn Sie merken, dass es einen Menschen in Ihrer Umgebung gibt, der droht zu vereinsamen, dann nehmen Sie mit ihm Kontakt auf. Das geht auch per Telefon, an der Tür oder am Fenster. Und lassen Sie ihn wissen, dass Sie da sind und er Sie ansprechen kann, wenn er oder sie Hilfe benötigt. Damit wir alle mit gutem Gewissen von Österreich-Winkel sagen können, dies ist ein Ort, an dem sich die Menschen nicht egal sind, an dem sie sich trotz oder gerade in der Pandemie umeinander kümmern. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen entspannten zweiten Adventssonntag und bitte nunmehr unseren Stadtverordnetenvorsteher Roland Laube auch ein wenig dazu beizutragen, dass dieser Tag besonders wird. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Bürgermeister hat uns gerade Hoffnung gemacht.
Und ich hoffe auch, dass wir bald wieder normalere Zeiten haben werden, wozu auch mein Gedichtchen passt, das ich Ihnen vortragen möchte. Das Licht der Hoffnung. 4 Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: Aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst, solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Geschichte, die dem einen oder anderen vielleicht auch nochmal vor Augen führt, wie wichtig es ist, alles im Leben zu betrachten, vor allen Dingen auch die Hoffnung. Bei dem Stichwort Kinder möchte ich jetzt ansetzen und möchte eines aus meiner Kindheit und Ihnen wohl auch sehr bekanntes Gedicht noch rezitieren, denn wir haben heute nicht nur den zweiten Advent, wir haben heute auch Sankt Nikolaus. Und ich hoffe mal, dass der Nikolaus auch all denen etwas gebracht hat, die es sich gewünscht haben und all die bedacht hat, die es auch verdient haben. Deshalb heute, und Sie sehen es aus meiner Kindheit, eine kleine Darbietung, Knecht Ruprecht. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan, alt und junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach: O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn dein Säcklein auch bei dir? Ich sprach: Das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach: Die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur, die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach: So ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Wir wünschen Ihnen von daher von ganzem Herzen einen gesegneten zweiten Adventssonntag und einen schönen Nikolaustag. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Machen Sie's gut, einen schönen Adventssonntag.